Hallo, Fallen, willkommen zurück. Eine weitere Folge hinter Kaifek. Heute am Dienstag. So, Auftrag ist erledigt. Wir haben jetzt einen neuen Tag. War ziemlich spät, wie ich fertig war. Da können wir uns jetzt mal gleich den Auftrag Dingen abgeschlossen. Knapp 10.000, jawohl. So, jetzt haben wir noch Feld 6. Das ist Weizen. Müssen wir gleich mal gucken, wie weit das Feld ist. Zuckerrüben, gut. Immer noch minus 4.000. Die Betriebskosten waren 16.000. Das war schon ordentlich. Jetzt schauen wir gerade mal, ob das Feld jetzt erntereif ist. Sieht so aus, jawohl. Dann können wir das nämlich auch gleich abernten. Dann kann der Drescher gleich hier unten. Jawohl. Ja. Das sieht gut aus. Erntereif, prima. Dann. Hier müssen wir auf Seite fahren. Den brauchen wir dann hin am Kipper. Der Helfer müsste auch bald fertig sein. Längs hängen bleiben. Sehr schön. Perfekt. Seasons werden wir zuschalten. Aber nachdem wir jetzt das heute noch gemacht haben, die einen Wiesen müssen wir noch mähen, dann müssen wir alles mal noch zittern. So, können wir eigentlich hier auf dem Feld bei uns. Genau. Können wir gerade hier abstellen. Ist ja nichts eingesät. Und naja. Können wir das ruhig so machen. Kann der schon mal anfangen? Stramm. Dann müssen wir mal gucken, wir bräuchten noch einen Traktor für die Zuckerrüben. Am besten mit Pflegebereifung. Irgendwo hängen wir. Achso, weil wir tiefer stehen, ja. Shit. Mal schon mal ausmachen. Doch, ich habe Zugang. Bild 6. Ja, so ist das. Am falschen Feld. Das ist Feld 3 und nicht Feld 6. Was, ja, komm, fahren wir gerade so runter. Ja, so ist das. Man sollte auch vorher mal auf die Karte gucken. Feld 6, ja. Ja.
Ich habe noch so schön gesagt, doch, ich habe Zugang. Ja, ja. Naja, komm vor. Das soll jetzt zwar nicht vorkommen, aber... Fahren wir jetzt mal zum richtigen Feld. Ja, das ist gemäht, wie gesagt. Das müssen wir noch zittern. Das ist nur das Gras, das wächst immer zu schnell. Das wächst zu schnell nach. Ja, das sieht schon besser aus. Feld 6. Hier sind wir richtig. Oh, ist auch schon ganz schön groß. So, dann kann das jemand dreschen. Perfekt. So. Hier ist fertig. Passt. Das müssen wir auch noch pflügen. So, Flug mal drehen. Wie gesagt, mit dem Packer, das funktioniert. Ich hatte ja an dem einen Feld hier auf der Seite angefangen, muss aber drüben anfangen und dann passt das auch immer, wenn man den dreht. Dann ist das alles richtig. Sieht der aus? Der muss irgendwie mal gewaschen werden. Junge, Junge, Junge. Aber solange wir noch pflügen müssen, das Feld hier in dem anders muss noch gepflügt. Das machen wir übrigens zu einem. Da ist zwischen den Bäumen fahre ich das rum. Manuell. Wir haben dann ein großes draus. Und da müssen wir gleich mal gucken, Zuckerrüben. Da werden wir den Arion holen. Müssen wir nochmal schauen, ob wir da die Pflegebereifung drauf bekommen. Normalerweise schon. Oh, der hat Pflegebereifung. Weil mit dem hier, da fahren wir die ganzen Zuckerrüben platt. Das wäre nicht so gut. Das wäre nicht so gut. Also wie gesagt, für Silo vertischen ist der optimal, weil der hinten das Kettenlaufwerk hat. Das ging ratzfatz. Hier fünfmal vor, zurück. Fertig. Ist auch schön schwer. So. Dann setzen wir den jetzt mal hier hinten hin. Zuckerrüben werden wir selber abernten, weil da jetzt noch einen Helfer mit draufzusetzen, das kostet zu viel Geld. Das machen wir dann selbst. Dann können wir jetzt hier noch das Feld noch pflügen, dann haben wir glaube ich schon noch ein Feld, das pflügen wir auch selber. Weitermachen. Genau. Optimal.
Und wir schauen jetzt mal. Warum hat er jetzt hier oben aufgehört? Naja. Da müssen wir auch noch einen Kipper runterfahren. So, das Gewicht können wir hier stehen lassen. Jetzt müssen wir schauen, was mal, ob wir hier Flickebreifen drauf kommen, wie gesagt. Und wir brauchen noch. Geräte. Brutus, unser alter Haudegen. Dann wurde gefragt, Multiplayer-Projekt, da werde ich auf jeden Fall keins mehr machen. Bei dem letzten Livestream, wer es gesehen hat, das braucht man nicht, will man nicht. Also Multiplayer-Projekt live, ne? Multiplayer-Projekt Single wird weitergehen. Aber im Live mit der Community ist vorerst jetzt alles mal auf Eis gelegt, weil. Ja, dann müsst ihr euch schon bei den liebe Kollegen bedanken. Das ist. Da, wie gesagt, ist vorher alles mal auf Eis gelegt. So, jetzt müssen wir erstmal zum Händler. Und dann wollte ich noch Bescheid geben. Auf meinem Zweitkanal ab heute. Der Link steht unten in der Videobeschreibung. Unsere Gaming 2 Reloaded. Banner ist jetzt noch keins drin. Und da spielen wir dann alles so kreuz und quer, weil ich habe jetzt schon ein paar Anfragen über ETS 2. Das ist ja mal übrigens wieder ETS 2. Bitte gerne mal Eurotaxi mal da gucken. Dann hat Phoebe mich angeschrieben. Hi Christian, man bringt wieder Minecraft. Ich würde gerne mal Minecraft gucken. Ja. Deswegen spielen wir auf dem Kanal alles ein bisschen so kreuz und quer. Also keine Landwirtschaft. Auf dem Hauptkanal hier bleibt nur Landwirtschaft. Und auf dem Zweitkanal kommen dann alle so ein bisschen kreuz und quer. Gut, jetzt ist die Frage, ja, lohnt sich ein Zweitkanal? Müssen wir mal abwarten und testen. Ich möchte den einen, den Hauptkanal hier, nur rein Landwirtschaft machen und den anderen halt eben, weil ich Spiele gerne spiele, ich würde das gerne mit euch teilen. Und da spielen wir dann Stranded Deep, Banished, Foundation, Surviving the Aftermath, This War of Mine, Kerbal Space Program und. Und auf dem Zweitkanal werden dann immer Mittagsfolgen kommen. Und dass man dann morgens hier auf dem Kanal, mittags auf dem Zweitkanal, nachmittags dann nochmal hier auf dem Kanal. Dann ist eigentlich so der Tag über ein bisschen abgedeckt, morgens, mittags, abends. Und mittags kommt dann auch jeden Tag was anderes und bleibt dann aber auch dann so in der Woche über in der Reihenfolge. Und wir starten dann mit Banished. Ist einfach ein schönes Spiel, es ist zwar schon alt, aber es ist einfach immer noch schön. Das hat ein Mann programmiert, ein einziger programmiert, die Texturen gemacht und alles und es werden auch immer wieder Mods gemacht für das Spiel. Ich finde es sehr schön. Und ja. Wie gesagt, Zweitkanal, Videobeschreibung unten. Steht alles drin. So, jetzt mischen wir hier aber mal. Hast du Pflegebereifung? Bitte, 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 bitte. Ja, top. Konfigurieren. Sehr schön. Ah, perfekt. So, dann brauchen wir Zuckerrüben. Rübentechnik, ne, das ist, da müssen wir hin. Rüben, Maisflüge, Rübentechnik. Zuckerrüben. Ne, das ist alles. Doch, der da hier. Den brauchen wir. Und den da. Boah, 4000, wir sind schon mindestens wieder. Komm, wir müssen den Helfer abziehen, das bringt alles nichts. Das kostet. Das müssen wir selbst machen.
Den Drescher kann man noch vorerst laufen lassen, das ist wichtiger, als wie es fliegen. Wir müssen erst auf die Bank. Das ist alles nix. 19, 20, schon 41.000 plus noch die 6.000, ja, sagen wir so 45.000 plus minus. Es lohnt sich nicht wirklich jetzt Aufträge anzunehmen. Oder ich hätte die Sammler auch mieten können, ja. Boah, schon 600.000, ey. Junge, Junge, Junge. Wenn wir nicht sagen, gemeldet hätten, hätten wir glaube ich 1600 bezahlt oder irgendwas, glaube ich noch. Habe ich, meine ich, in Erinnerung zu haben. Aber, ja, das sind wir auf jeden Fall, wenn wir selbst mieten, teurer. Oh Mann, ey. Das ist eine Rechnung, die ich, ne. Christian, da hast du wieder Müll gebaut. Das ist gar nichts. So. Das ist natürlich von der anderen Seite. So, wir haben das und den noch. So. Jetzt sind wir gerade mal schauen, Aufträge, das war Feld 35 und 29. 35, 29 ist das hier. Nein, 35, ah, das sind gerade hier unten zwei. Ja, 29, 35, okay. Dann fahren wir noch zum Feld und dann war's das wieder für heute. Wie gesagt, Multiplayer-Livestream. Vorerst nicht mehr. Tut mir auch leid, aber wie gesagt, letzter Livestream. Sowas braucht man einfach nicht, ne? Das ist, muss nicht sein, sowas. Dann macht man und tut man und holt die Server, es kostet ja auch alles Geld und alles und dann, wenn man so Störefriede dazwischen hat. Und wenn dann ein Multiplayer-Projekt nur noch mit Karl-Heinz, weil da weiß ich, wer er ist, wo er herkommt, was er macht, was er tut, auf den ist Verlass und ja, da müssen wir. Nur noch mit erfahrenem Personal. Gewissenhaften Personal, sagen wir mal so. Karl-Heinz und ich, wir stehen schon lange in Kontakt. Und da ist auch das Vertrauen da. Und von daher. Die anderen sagen, es ist erstmal auf Eis gelegt und wenn dann überhaupt, nur noch mit Karl-Heinz, wie gesagt. So, dann würde ich sagen, glaube ich, können wir starten mit der Zuckerrübenernte. Das Problem ist halt eben hier bei dem Standardruder, der ist sehr schnell voll. Das geht ratzfatz. So Freunde, das war's dann für heute. Danke fürs Zuschauen. Wir haben heute mit der Zuckerrübenernte begonnen.
Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Heute Nachmittag geht es weiter mit Farmers Dynasty. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin. Lasst ein Abo, ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wer noch nicht abonniert hat, kann es jetzt gerne tun. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wie gesagt, Zweitkanal unten in der Videobeschreibung. Und immer mittags dann eine Folge im Wechsel. Jeden Tag was anderes. Und wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann. Allhopp. Tschüss.